Paragraph 32 Notwehr. Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig. Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder anderen abzuwenden. Wenn man ihn von anderen abwendet, nennt man das Nothilfe. Paragraph 33 Überschreitung der Notwehr. Überschreitet der Täter die Grenzen der Notwehr aus Verwirrung, Furcht oder Schrecken, so wird er nicht bestraft. Umgangssprachlich nennt man das Notwehrexzess. Paragraph 34 Rechtfertigender Notstand. Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leib, Leben, Freiheit, Ehre, Eigentum oder einem anderen Rechtsgut eine Tat begeht, um die Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig, wenn bei Abwägung der widerstreitenden Interessen, namentlich der betroffenen Rechtsgüter und des Grades der ihnen drohenden Gefahr, das geschützte Interessen, das Beeinträchtigte wesentlich überwiegt. Dies gilt jedoch nur, soweit die Tat ein angemessenes Mittel ist, die Gefahr abzuwenden. Paragraph 35 Entschuldigter Notstand. Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib oder Freiheit eine rechtswidrige Tat begeht, um die Gefahr von sich, einem Angehörigen oder einer anderen ihm nahestehenden Person abzuwenden, handelt ohne Schuld. Dies gilt nicht, soweit dem Täter nach den Umständen namentlich, weil er die Gefahr selbst verursacht hat oder weil er in einem besonderen Rechtsverhältnis stand, zugemutet werden konnte, die Gefahr hinzunehmen. Jedoch kann die Strafe nach § 49 Absatz 1 gemildert werden, wenn der Täter nicht mit Rücksicht auf ein besonderes Rechtsverhältnis die Gefahr hinzunehmen hatte. Nimmt der Täter bei Begehung der Tat irrige Umständen an, welche ihn nach Absatz 1 entschuldigen würde, so wird er nur dann bestraft, wenn er den Irrtum vermeiden konnte. Die Strafe ist nach § 49 Absatz 1 zu mildern. Das sind die entsprechenden Gesetze für Notwehr, Nothilfe und Notstand. Diese gelten natürlich, wenn das Rechtssystem noch funktioniert. Also wenn die Polizei und die Justiz noch einen Apparat haben, der Gültigkeit hat, Allgemeingültigkeit hat. Auch wenn diese Paragraphen sehr schön klingen, so steht man doch immer mit einem Fuß im Gefängnis. In den meisten Fällen landet man vor einem Richter, der dann entscheidet, ob man zu Recht gehandelt hat oder nicht. Zudem ergibt sich ein Dilemma, wenn man den Angreifer verletzt. Denn man muss Nothilfe leisten. Das heißt, ich muss demjenigen auch noch helfen, der mich jetzt gerade mit einem Messer abstechen wollte. Sollte er mich angreifen, nachdem er sich erholt hat, habe ich einfach Pech gehabt. Natürlich ist es am besten, wenn man Konflikte jeglicher Art vermeidet. Aber oft kommt man sehr schnell in eine Situation, die man nicht mehr kontrollieren kann. In Krisensituationen, wenn keine Hilfe durch die Polizei zu erwarten ist, sieht die Lage völlig anders aus. Im Normalfall kommt einem keiner zu Hilfe und man kann nach einer Selbstverteidigungssituation keine Polizei alarmieren, die einem hilft. Wehrt man sich nicht entschlossen genug, sodass der Angreifer nur noch wütender wird, so erreicht man genau das Gegenteil. In einer Krisensituation gilt es, den Angreifer mit allen Mitteln auszuschalten und das so schnell und effektiv wie möglich. Ob man, wenn man mit einer tödlichen Waffe angegriffen wird, denn das wird in einer Krise der Fall sein, muss man sich schwer überlegen, ob man danach noch Nothilfe leisten will. Wenn es sich beim Angreifer um eine größere Gruppe handelt, dann muss man umso entschiedener vorgehen. Wenn eine Verteidigung auswegslos erscheint, ist es vielleicht sogar günstiger, sich nicht zu wehren. Daher sollte man in einer Krise auch nie alleine unterwegs sein. Die Kontaktaufnahme mit größeren Gruppen ist zu vermeiden. Mit welchen Mitteln man sich wehrt, bleibt einem selbst überlassen. Schnelles Handeln und Eingreifen ist einer Deeskalation vorzuziehen.
Jeder sollte sich im Vorfeld Gedanken machen, wie er sich zu verteidigen gedenkt. Ist man in einer Gruppe unterwegs, so sollte man sich vorher absprechen, wie man agiert.